Herr Gerster, Dufry hat im Corona-Jahr beim Umsatz rund 70% eingebüßt und einen Verlust von 2,5 Milliarden Franken geschrieben. Hatten Sie einen solchen Super-GAU im Vorfeld der Krise überhaupt für möglich gehalten? Nein, bestimmt nicht. Das Geschäftsjahr 2020 war mit Sicherheit das schwierigste unserer Unternehmensgeschichte. Wir konnten allerdings zwei Vorteile nutzen. Erstens verfügt Dufry über eine sehr variable Kostenstruktur. Und zweitens ist die Organisation in der Lage, sich rasch und entschieden auf neue Situationen anzupassen. Oder in Zahlen ausgedrückt, bei einem Verlust von über 6 Milliarden Schweizer Franken auf der Erlösseite haben wir unsere Nettoverschuldung dank den Kosteneinsparungen und den Kapitalmaßnahmen um nur rund 240 Millionen Schweizer Franken erhöht. Das Sparziel von 1 Milliarde wurde 2020 auch dank Niederlässen und Einsparungen beim Personal übertroffen. Wie schnell können Sie wieder hochfahren, wenn die Erholung Fahrt aufnimmt? Wir haben die Organisation an die neue Begebenheiten angepasst und können jederzeit das Geschäft wieder hochfahren. Das hängt allerdings im Wesentlichen von der Aufhebung der Restriktionen ab. Die Leute wollen wieder reisen und sobald sie das dürfen, werden sie das auch wieder tun. Per Ende Februar waren rund 55% der Geschäfte wieder offen. Mit welchem weiteren Verlauf rechnen Sie? Im Moment ist die Entwicklung noch schwer abzuschätzen, aber wir gehen davon aus, dass mit der zunehmenden Verbreitung der Impfungen sich das Geschäft im weiteren Jahresverlauf weiter erholen wird. Ende 2020 hat Dufry eine interessante Zusammenarbeit in Hainan angekündigt. Zuvor wurde bereits ein Joint Venture mit Alibaba eingegangen. Sind weitere Schritte geplant, um Ihren Fußabdruck in China zu vergrößern? Ja, absolut. Die Zusammenarbeit mit Alibaba und auch mit Hainan Development Holdings ist darauf ausgerichtet, die Duty-Free-Aktivitäten in China weiter voranzutreiben und auch auszubauen. Und wir werden Chancen im Detail prüfen und auch wahrnehmen. Die Zusammenarbeit mit Alibaba ist aber auch auf die weitere Digitalisierung von Dufry ausgerichtet. Wir wollen in diesem Zusammenhang Online-Kundenkontakte weiter ausbauen und fördern und unsere Online-Dienste weiter ausbauen. Haben Sie da schon konkret?